Herzlich willkommen zu meiner VR-Karte. Irgendwo noch viel Marsch. Ich habe leider ein paar Minuten gequatscht, ohne Aufnahme läuft. Kurze Zusammenfassung ist nicht viel passiert. Wir haben den Kurs begonnen jetzt mit Feld Nummer 23 mit Einsammeln von Heu und Gras. Die Kursaufzeichnung war ja noch fertig geworden. Auf 26 ist gerade fertig geworden mit Ballenpressen und den fahren wir jetzt Richtung Feld Nummer 24, um da entsprechend auch weiter zu machen. Dass da auch gleich gestartet werden kann mit Ballenpressen und dann werden wir dann gleich den anderen Traktor mit Mähwerk Richtung 44 fahren, was wir uns wahrscheinlich nachher kaufen werden. Düngen müssen wir noch. Hier auf der 21. Ja, nichts passiert, ne? Müssen wir tun. Ja, heute ist nämlich Freitag. 4:30. Ja, ein bisschen was vor mir habe ich noch. Aktuell 5 Folgen aufgenommen. Möchte aber heute insgesamt 16 aufnehmen, also mal 11. Das heißt pro Stunde ungefähr 3 Stück. Ungefähr. Das heißt, ja, 3 nach 3 Stunden. Ja, nach 4 Stunden. Es geht nicht darum, um meine Krypto nach oben zu bringen, sondern schlichtweg darum, voranzukommen auf der Karte. Und nur vorspulen, Tag für Tag, bringt dann auch nichts. Also müssen wir das mal tun, um unsere Einnahmen zu generieren, also dass wir auch Geld nicht weiterkommen, also dass wir im Prinzip uns erweitern können, neue Felder, neue Maschinen und all sowas dann kaufen können. Also müssen wir in der Zeit auch arbeiten. Das heißt, aktuell fahren wir mit der Geschwindigkeit 5. Wir haben es noch hell. Solange es hell ist, geht es auch so weiter. Später werden wir dann ja auf 30 erhöhen. Das ist immer gegen 11. Und dunkel wird nachher bis früher um 5. Dann kommen wir näher. Ich sehe gerade unser Faktor nebenan macht gerade Sparenzchen. Und da haben wir Glück gehabt. So, ich habe keinen starken Bauer. Husch, weg damit. Ja, da fehlt dir ein bisschen Intelligenz. Macht er schön einsammeln, ne? Und der Ballen. Ich denke mal, da wird er gleich Probleme machen. Ja, hier hätte ich aber auch in drinnen anfangen können. Dann wäre das sicherlich einfacher gewesen. Aber so haben wir aber nicht. Das ist ein guter Punkt nachher zu Feld 44, gerade mal so ein Feld, ne? Naja, hoffentlich, ich hab's nicht vergessen nachher. Und da haben wir noch Glück gehabt, dass er nicht vom Kurs gekommen ist. Dass er nicht, sich da nicht verfranzt hat und entsprechend querfeld eingefahren ist, also das ist auch ein Glück. Deswegen ist man ganz gut, wenn man ein Traktor und dann der nächste arbeitet. So. Aber ansonsten machen die mit Kurzfeld diese Arbeiten sehr gut. Also Ballenpressen, das geht gar nicht besser. Obwohl der Mod mit Ballen auswerfen auch schon ganz gut ist, automatisch. Sonst wäre Rundballen etwas umständlich, sagen wir so. Nicht schwierig, umständlich. Ja, hier haben wir noch, ja, das Gras, ne? Noch.
das noch ein bisschen beeilen, obwohl das nachts oder abends, am späten Abend, die Gefahr nicht so groß ist, dass es heu wird. Weil sich normalerweise sich die Luftfeuchtigkeit immer abends erhöht. Da es abkühlt. Ich bin mal gespannt, was unser Mais nun keimt. Hier habe ich auch nicht aufgesät, sehe ich gerade. Na gut. Nicht schön, aber gut, nicht anders. Lohnzahl und Null. Ja, gut. Nicht anders. So. Schauen wir hier. Leider können wir jetzt nicht den Kurs ändern. Na, das ist jetzt unfreundlich. Würde gehen normalerweise, müsste nicht anders anfangen. Aber dann genau die Bahn zu treffen, wäre dann ein bisschen sehr schwierig. So, die alten mal löschen. Dann laden wir mal das ist Nummer 24. So. Einsteigen hier. Ist normalerweise gefährlich, wenn beide so dicht arbeiten. Miteinander. Aber in dem Falle ging's, war ja dabei. Jetzt fahren wir mal auf die 44. Da ist immer Blocking. Achso, wir müssen Ballen fesseln. Okay. Das kann sein, dass er gerade die Ballen wickelt oder steht. Deswegen. Aber halten wir ein Auge. Diese Halle. So, die 44 ist hier. Aber wir werden gleich mal gucken, wo er steht. Gut, der ist fertig. Das muss ja auch Blocking, ne? Da wäre mir lieber, er hätte gemeldet, er ist fertig. Denn das wäre dann nicht so wichtig gewesen. Also, wenn andere Sachen sind und Blocking, dann muss sofort eigentlich hin. Da hängt er irgendwo fest am Baum oder so. So, hat er noch einen vollen gehabt. Ja, ja. Das ist nichts fertig. Von wegen fertig. Ja, das war auch eine heikle Aktion. Wieso war da noch nicht fertig? Warum Blocking? Den Ballen pressen, ne? Habe ich Kurs schon gelöscht? Ups. Aber zum Glück haben wir ja gespeichert. Das ist Nummer 25 eigentlich. Der 26 ist da hinten. 25. So. Hier stand er und wollte nicht weiter. Warum weiß ich nicht. Ja. Ich dachte, er wäre schon fertig. Na gut, okay. Ein paar Ballen kommen wir noch zusammen. Gras sammeln, das klappt mit einem anderen Faktor. Wie gesagt, auf weiten Wegen, wenn man ja, das wäre die verkehrte Richtung, muss wieder zurück. Da kann man halt mit zwei Fahrzeugen fahren. Aber muss halt mal so gehen, weil ich befürchte bei zwei Fahrzeugen, dass die sich irgendwann kreuzen und dann ist es nicht so gut. Deswegen ist es dann besser, man macht sich vorher Gedanken mit dem Überführungskurs und dann lasst lieber ein Stückchen weiterfahren und dafür aber nicht überkreuzen. Ne? So.
beim nächsten Mal halt, ne? Aber wie gesagt, das ist meistens so aktuellen Punkt. Warum will er jetzt nicht da weg? Ja, manchmal ist auch nicht verstehen, was die wollen. So, das läuft. Das läuft auch, hoffe ich jedenfalls. Ja. Zwei Sachen laufen. Da sammelt er ein. Düngen, da war es gewesen. Wollten einsteigen. Düngen wollten wir. Ja, den können wir auch nehmen. Der andere ist auch voll. So, jetzt haben wir den gleich zum Feld mal 21, wenn mich alles täuscht. Um die Ecke. Das geht schon Licht an hier, 9:30. Also ich hätte gerne das alles komplett vorher fertig. Ja, wollen wir mal sehen, wie das schafft. Und alles wird dunkel, dann wird entsprechend eingestellt. Düngen ist nicht ganz so tragisch. Obwohl, naja, gut. Ist schon tragisch, wenn man nicht düngen wird, ne? So, irgendwas löschen. So. Kann man hinkriegen. Oh ja, mega. In der nächsten. Ja, das klappt nicht. Das ist eine Tankstelle drin. Und das wäre nicht so. Lustig, wenn wir festgeklemmt sind. So. Und den werden wir auf die 26 fahren. Mit Licht natürlich, ne? Dann können wir nachher noch schön Ballen sammeln. Dann für morgen entsprechend. Aber die müssen eher schon Nase werden. Müsste eigentlich noch keine Silage sein, also wäre das ein Fehler. Da liegt aber eine Beta-Version von Season, oder im Prinzip als Beta ist, ne? Mal angucken. Machen wir es so. Gras. 6000 Liter. Gras. Noch 16 Stunden, na gut. Das ist klar, dauert ein bisschen. Wo wir den Ball noch wegfahren müssen, ne? Sonst kriegen wir das nicht hin. Oder wir machen gleich manuell. Das klappt auch. Ist ja so viel nicht. Den Kursplay und die Ballen, die vorhanden sind, wird schwierig. Irgendein Ball wird immer ein Weg sein. Dann können wir gleich nachher. Ja, die Anwiese ist ja im Prinzip. Da waren keine Ballen, ne? Da war ja nur lose. Hier ist ein bisschen anders.
Normalerweise mache ich das so nicht gerne, wo die Wahlen hier eingewickelt sind, aber trotzdem ist es ja so, dass die vielleicht unnötigerweise den Dünger abkriegen, ne? Und dann gut für BGH ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie bei den Kühen gehen würde. Dann könnte man die Samen kriegen wie ein Dopingproblem oder so, oder wenn sie vergiften. Ja, man weiß es nicht, man sollte doch lieber die Finger von lassen dann, ne? Dann mehr auf Düngen verzichten im Notfall. Aber hier in LS ist heute nicht vorgesehen, da ist wieder noch alles, ja, nach human nicht, aber unrealistisch, ne? Das kann man ja im Prinzip fast gar nicht mehr einrechnen. Mann, wie die Zeit vergeht. Gibt's doch gar nicht. Aber wir wollen ja vorankommen, ne? Vielleicht können wir irgendwann noch die Ernte beginnen. Aber dann glaube ich nicht ganz. Also am höchsten noch einen Tag warten. So, haben wir auch gleich gedüngt. Aber gleich Zähne. Wahnsinn. So. X überlegen Richtung Feld 24, 25 fahren noch mal. Ja, kann man machen. Fahren später ein. Können wir eh noch nicht ins BGA fahren. Beziehungsweise reinkippen in die Silos, das geht doch nicht. Nur wenn wir da zu schnell sind. Noch keine Silage ist, dann kriegen wir nicht viel dafür. Sollen wir den Kurs mal alt löschen? Achso, die Hupe geht ja in meinem Lenkrad nicht. Ich hab das Zeug auf Standard alles, weil es mir zu viel rumgesponnen. Konflikte mit, mit mehreren Belegungen im Menü. Das hat mir das Laden des ganzen Systems näher gemacht. Warum, weshalb? Weiß ich nicht. So, Liebschauer, das soll es heute gewesen sein für die heutige Folge. Wenn man Füße um den Winkel. Ja, genau, Wink. Hat mich gefreut. Eingeschaut habt. Danke dafür. Mal schaut ihr dann zur nächsten Folge auch rein. Bleibt mal ganz kurz, ne? Reicht ja oft schon. Ja, und dann seid mal hier von und ganz tschüss.